Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Ich hab's geschafft, ich bin rausgekommen. Ihr hättet das sehen sollen, ich hab geladen und dann hat alles rumgezappelt wie gerade eben, nur extremer. Aber ich bin rausgekommen, ich bin sehr froh. Okay. So, wir haben die Ressourcen von gestern dabei. Und das ist nicht gerade wenig. Titan sieht schon mal gut aus. Gold sieht auch sehr gut aus. Ich denke, wir sind ganz gut bei der Sache. Wir haben sogar einen Pirscherzahn am Start. So. Dafür brauchen wir immer noch den Diamanten. Computerchip. Was brauche ich nochmal für einen Computerchip? Ach ja, die Tischkorallenprobe. Gut, das können wir auch vergessen. Also heilen kann ich mich nicht. Aber noch irgendwas Wichtiges, was wir bauen wollten. Eigentlich nicht, ne? Eigentlich geht es uns soweit gut. Na gut, dann gehen wir raus zum Sterben. Weil viel Leben habe ich nicht. Wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn ich sterbe, aber... Wo zur Hölle bin ich? Wieso bin ich hier? Hä? Das ist seltsam. Wir waren ja nicht ganz woanders. Aber 100 Pro waren wir ganz woanders. Wohl das Schiff kenne ich noch. Gibt es hier vielleicht eine Tischkorallenprobe? Das wäre cool. Was haben wir denn hier? Ist das Kupfer? Das sieht mir nach Kupfer aus. Da unten ist auch noch eine Quelle. Kupfererz. Oh, Lithium. Ja gut, die Lithiumquelle können wir jetzt vergessen, die da war. Geil. Danke, Spiel. Spiel geladen, weißt du, irgendwo am Arsch der Welt. Nicht da, wo wir eigentlich waren. Naja, egal. Ich loote hier trotzdem noch ein bisschen. Schadet ja nicht. So eine Tischkorallenprobe wäre ganz cool. Ich glaube, die kriegen wir auch hier irgendwo in der Nähe. Was haben wir denn hier? Titan ist immer gut. Kann ich immer gebrauchen. Super. Ich möchte mal gucken, was wir auf dem... Was ist das denn? Nee, ist nicht das, was ich suche. Ob wir auf dem Riffrücken da oben ein paar Tischkorallenproben bekommen. Bekommen wir hier irgendwas, was wir gebrauchen können? Noch ein bisschen Kupfererz. Noch mehr Kupfererz. Leider nicht. Huch! Sag das doch, dass du da bist. Rotschirm. Na gut. Leider nicht fündig geworden. Schade eigentlich. Na gut, dann holen wir uns auf jeden Fall die Kupferader da, damit wir noch mehr Kupfer haben. Zusätzliche Ressourcen sind immer gut. Wo ist mein Bötchen? 400 Meter entfernt, soweit bin ich niemals geschwommen. Oder doch? Obwohl könnte hinkommen. Da geht's ja runter zu den Quellen, ne? Glaube ich zumindest, wüsste. Hä, warum ist das so weit weg? Ich glaube, Bertha treibt davon.
Und ich komme nicht mehr rechtzeitig an. Oh nein, ich werde jetzt nicht sterben, oder? Oh Gott. Oh Gott. Oh. Na gut, nichts Wichtiges verloren, was soll's. Ja, es ist bitter. Kann es sein, dass sie ohne mich fährt? Na komm, fahren wir ein Stück, scheiß drauf. Scheiß auf die Kupferader. Kriegen wir überall, ganz ehrlich, kriegen wir überall. Bin nur ein bisschen perplex, wo wir jetzt sind. Weil eigentlich waren wir ja ganz woanders. Okay, wir sind nur ein Stück weiter weg gespawnt, warum auch immer. Aber es geht soweit klar. Und würde ich sagen, schwimmen wir ein bisschen rum, bis wir irgendwas Interessantes finden und looten können. Da sind wir das letzte Mal hingereist, ne? Ja, dann schwimmen wir hier entlang. Was soll's? Beruhig dich mal, Kleiner. Haben wir Leben verloren? Nein. Ich würde gerne in irgendein richtig krasses Gebiet runtertauchen. Was war das denn? Wie? Ach, die Kackbratze. Bleib weg von mir! Okay, die greifen uns also an. Warte, warte, warte. Was haben wir denn hier? Ach, hier sind wir. Wir können uns ein Bäumchen mitnehmen. Der ist doch weg. Wodurch, was werde ich denn jetzt noch angegriffen? Hier ist doch nichts. Oh. Sag das doch gleich. Ach du Scheiße. Anstatt das gleich zu sagen. Hälfte Leben verloren, ey. Okay, wir sind nicht so OP, wie ich dachte. Ist doch kein Feuer mehr. Oder unten. Ja. Ja, und nu? Reparieren wir unser Schiff jetzt? Was habe ich eigentlich für Baupläne?
Neptun Haupttriebwerk, ach so. Warning. External hull damage detected. Ja, wie soll ich das jetzt? Kann ich jetzt mein Reparaturwerkzeug hier drauf machen? Nein, natürlich nicht. Kann ich aussteigen und das so reparieren? Ich weiß es nicht. Diese scheiß Kackpratze, ne? Konnte er es wagen, mich einfach anzugreifen? Komm ich da an? Muss nochmal kurz rein. Okay, die Kackbratze ist also das einzige Viech, was mich wirklich angreift. Ja, was du nicht sagst. Was ein Stress. Meine Güte. Ist jetzt alles repariert? Ich hoffe doch. Ja, super, wir sind wieder voll, okay. Also auch nicht so schwer, das Ganze wieder zu reparieren. Okay, ich will aber kurz an Land gehen und mir so ein Bäumchen holen. Das ist es mir doch wert. Und dann gucken wir mal, wo wir als nächstes hingehen. Möchten wir nochmal kurz die Module angucken für den Zyklopen? Dass wir irgendwie vielleicht doch irgendwas kriegen, das die Viecher abschreckt, wenn sie uns angreifen. Das wäre halt cool. Vielleicht finden wir ja auch dieses Wärmekraftwerk, was die hier irgendwo haben. Und hier gab es ja auch noch ganz viel anderen Stuff, ne? Im Höhlensystem. Soweit ich weiß, vielleicht im Dunkeln nicht so geil dahin zu gehen. Weil so ein bisschen Lithium, wenn ich mal hier bin, kann ja eigentlich nicht schaden. Ich brauche höchstwahrscheinlich dafür meine Lampe. So, nice. Und dann sammeln wir ein bisschen Lithium zusammen. Ihr kleinen Säcke, könnt mich mal. So sieht's aus. Musste ich tiefer dafür runter? Das war close. Was ist denn das hier so laggy? Und ich hasse es, wenn die Karte da ist. Wie zum Teufel mache ich die aus? Ein Diamant. Direkt mal ein Jackpot. War ich hier schon mal? Das wirkt nicht so, als wäre ich hier schon mal gewesen. Das geht hier verdammt tief runter.
hoffe, ich werde hier unten nicht verrecken. Guck mal, da hinten leuchtet's. Blei. Na gut, nichts, was wir irgendwie dringend bräuchten. Ich will ehrlich gesagt nicht zu weit runtergehen. Was haben wir denn da? Was ist denn das? Naja, Schubkanone. Wir müssen auf die Aliens aufpassen. Gut, Blei ist sowieso nichts, was ich haben möchte. Hier ist noch mehr Blei. Wir könnten hier Blei ohne Ende farmen. Wie sie gegenseitig töten. Da ist noch so ein Leuchtfischi. Genau, dann nehme ich mit Essig. Ich meine, wir haben ja noch Ersatz. Kernreaktor. Na gut, schade. Ich habe halt nicht gehofft, dass ich da irgendwie ein bisschen was finde. Kernreaktor. Na gut, nehmen wir das Bäumchen mit. Das war ja eh besser. Weil die konnte man direkt essen. Achso, da hast du seine Taste zu viel gedrückt. Ja, wieso gehe ich seitwärts? Vielleicht schwimmen wir hier mal runter. Einfach nur so, just for fun. Wir müssen nach einem tiefen Modul gucken. Für unsere kleine Schönheit hier. Welcome aboard, Captain. All systems online. So, Tiefenmodul. Plastalbahn und Rubin dreimal. Oh, das hört sich machbar an, wenn wir Rubine hätten. Ich weiß nicht, wie viele haben wir? Ah, mehr als drei. Okay. Wie viele Plastalbahnen waren vonnöten? Ein. Okay. Ich habe aus dem Spiel geklickt. Weil mir Baxi wieder geschrieben hat. Gesundheitszero, danke. Okay, Plastalbahn. Dafür brauchten wir Lithium, soweit ich weiß. Das haben wir hier, oder? Da. Wir haben kein Lithium. Ja, natürlich ohne Ende Blei. Alter, wir haben zwei Lithium. Nice. Okay. Dann würde ich sehr, sehr gerne... Inventar voll. Essen wir mal. Ich wollte sie essen. Essen wir mal. Ein paar. Weißt du was, ganz ehrlich, der Baum ist scheiße. Die Dinger sind einfach geiler. Dann guckt es euch an. Wesentlich besser. Scheiß auf den Baum. Ganz ehrlich. Den brauchen wir nicht. Okay. Licht kann aus. Plastalbaren. Wir haben jetzt 4, 7. 1, 2, 3. Und Plastalbaren. Sehr schön. Tiefenmodul. So. Polyethylen überall. Das ist auch nicht schlecht.
Installiere eine Fischer. Ja gut, wir brauchen kristallines Schwefel. Wo auch immer wir das herbekommen. Und den Wärmereaktor. Nein, es gibt hier kein Schild. Ach. Soll man sich denn gegen die Viecher wehren? Ich weiß nicht mal, wie die Torpedos funktionieren werden. 900 Meter. So, damit kommen wir auf jeden Fall noch ein Stück tiefer. Können vielleicht ein bisschen besseres Zeug looten. Was echt schön wäre. Und wir müssen ganz kurz den hier machen. Damit wir nicht gehört werden. Von irgendwelchen Mega-Kackbratzen. Vielleicht muss ich sogar noch langsamer fahren. Sorry. Okay, ich glaube, wir stoßen irgendwo gegen. Ist irgendwo ein Feuer ausgebrochen? Ist so rot. Warum ist das rot? Warum ist das hier so rot? Ah, wegen der Silence vielleicht. Das kann sein. Ich fühle mich echt, als wäre ich komplett irgendwie gehbehindert. Weiß ehrlich gesagt nicht, wie tief wir sind. 300 Meter. Ja, 900 Meter, das ist, unser kleines Tauchbötlein. Alles in Ordnung? Da ist ein Lava. Ist das ein Ei oder ist das irgendein Loot? Muss man ganz kurz gucken. Ein dämliches Spatenfischei. Wir brauchten sowas. Es scheint ja gerade ein bisschen ruhiger zu sein. Das heißt, wir können uns hier mal ein bisschen umsehen. Was ist das? Kann ich das gebrauchen? Silbererz. Ich hab nicht viel Silber jetzt, ne? Ja, komm, das können wir uns ziehen. So. Los, gib ihm ein bisschen Tempo hier. Das war hier irgendwo, ne? Da. Kurz umgucken. Okay, ist nur der Vulkan. So. Dann geht mal her. Dann haben wir wenigstens genug Silbererz. Ist immer ganz gut, wenn wir Vorräte sammeln. Nur ein bisschen blöd, wenn bei uns dann irgendwas kaputt geht und alles für den Arsch ist. Was haben wir denn da? Signalboje? Sag bitte ja.
Wie, habe ich schon gelootet? Kurz mal Energie sammeln. Das Momentum ausnutzen und... Oh. Okay. Okay, jetzt haben wir eine Menge Silbererz. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und wir haben ja noch den Diamanten, ne? Den brauchen wir ja hierfür. Und wir brauchen einen Computerchip. Ach. Tischkorallenprobe. Die einzige Scheiße, die uns fehlt. Na gut, schwimmen wir tiefer. Ich finde das cool, mit Bertha hier rumzufahren. Es war ein bisschen immer riskant. Weil alles Mögliche kann uns jederzeit töten. Aber hey. Kann ich da direkt reingucken? Brauche aber immer noch die Signalboje. Scheiße, da ist irgendwas drin. Ich will nur kurz hier hin. Schubkanone. Ist ja gut, Dude. Ist ja gut. Schon wieder Schubkanone. Kristallines Uranit. Das könnten wir gebrauchen. Irgendwas Schönes hier. Irgendwie das Gefühl, dass man hier nichts findet. Na gut. Wir müssen übrigens einige Batterien aufladen. Vielleicht kann ich auch Batterien einfach selber kurz bauen. So, Batterien. Ich bräuchte Batterien. Säurepilz. Davon haben wir doch ein paar mitgenommen. Ich bin gestorben, ne? Ich glaube, ich habe sie nicht dabei. Ja, ich erinnere mich. Ich bin dabei gestorben. Mist. Wieso kommt hier nichts mehr? Beim Kommunikator. Wollen wir das kristalline Uranit mitnehmen? Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Viel haben wir nämlich zu Hause auch nicht. Ihr müsst mich in Ruhe lassen, sonst töte ich euch. Ich zerbohr euch. Ich zerbohr dich. Willst du das, ja? Findest du es klasse, zerbohrt zu werden? Hab ich mir fast gedacht. So. Ich hoffe, wir kommen eines Tages ins Anfangsgebiet irgendwie zurück. Damit ich da ein bisschen was an Zeug sammeln kann. Stasegewehr. Naja, gut. Verzieh dich! Ich muss scannen. Ich habe keinen Respekt vor dir, Junge. Oh, noch mehr kristallines Uranit. Ich habe keinen Respekt vor dir, verschwinde. Wieder keine Signalboje. Was ist denn los mit der Signalboje? Kann doch so schwer sein, da ranzukommen. Hau ab! Zerbohr dich! So, kurz rausgehen, alles einsammeln und dann können wir nicht wieder zurück. Ja, das ist gut. Ich denke mal, mit so einem Vorrat kommen wir eine Weile lang klar. Ich frage mich, was wir brauchen, um so eine Batterie herzustellen für den Zyklopen.
Wenn wir wirklich nämlich mal keine Energie haben sollten, können wir einen davon bauen. Oh ja, das brauche ich ganz dringend. Chill mal, Junge. Ach ne, das ist Silbererz, okay. Obwohl, Silbererz habe ich ja nicht mehr als genug, oder? Guck mal hier. Überall dieses kristallines Uranit. Ist mir scheißegal, ich zerbohre euch alle, bis ihr tot seid. Irgendwann töte ich aus Versehen einen von euch. Und dann? Dann ist das Geschrei groß. Habe ich recht? Oh, ich bin fast kaputt. Okay, wir gehen zurück. Wo ist zurück? Da ist zurück. Da will ich nicht reinfallen. Da will ich nicht reinfallen. Danke. Nicht zu schnell. Immer schön sachte. Nicht, dass es wieder rumbackt. Kann ich dich wenigstens von hier aus reparieren? Ginge das? Ein Reparaturwerkzeug ist auch nicht mehr so fit. Geht nicht. Ist nicht mehr rot? Was ist los? Null, null, null. Oh, kann ich noch fahren? Ich dachte nicht, dass das so schnell geht. Ich bewege mich nicht vom Fleck. Okay. Wie weit bin ich von der Basis entfernt? Das ist weit. Ist ungünstig. Ich kann auch nichts bauen, weil ich keine Energie habe. Ja. Gut. Folgender Plan. Das bedeutete das Rot. Hans-Dieter, der Erste, ist ja nicht weit entfernt, ne? Nicht allzu krass. Ich fahre jetzt mal kurz nach Hause. Werde uns nochmal kurz neu ausrüsten. Und die Tischkorallenproben mitnehmen. Und dann sehen wir uns wieder, würde ich sagen. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Ich hoffe, dass mein Bötchen hier nicht auseinandergenommen wird. Ich hätte nicht gedacht, dass der Akku so schnell leer geht, alter Schwede. Ja, dann brauchen wir dieses Wärmeding ins Kirchen so schnell wie möglich. Ach du Scheiße. Ja, Freunde, wünscht mir Glück. Bis morgen. Ciao.